Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Bulli die Ehrenrunde. Ja, habe ich jetzt schon seit einiger Zeit auf der Festplatte liegen, wurde mir aber schon sehr oft wärmstens empfohlen und ans Herz gelegt. Ja, kommt von Rockstar Games und die sind ja unter anderem für so Spiele wie GTA bekannt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist auch ein, zwei Mal in der Fachpresse aufgetaucht. Auf jeden Fall, warum ich das erzähle. Ja, Rockstar schlägt ja mit seinen Spielen immer in so eine gewisse Kerbe rein. Das heißt, sie sind immer sehr gesellschaftskritisch, ziehen das Ganze durch den Kakao, sehr schwarzhumorig und auch ironisch. Das hier ist, glaube ich, nicht anders, nur dreht sich's hierbei so um die amerikanische College-Zeit. Wir sind ein Rüpel im Teenager-Alter und auf einem ganz typischen amerikanischen College unterwegs. Mehr kann ich dazu nicht sagen und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, oder? Ja, machen wir das. Jimmy, please say something. James? What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! I've had it with you, you little brat! You've upset your mother. I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Next year. Here we are, boy, Bullworth Academy. Have fun, Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. Whatever. Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? Oh, I can't believe this. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. Ah, I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Oh mein Gott, ich merke schon, die haben alle so richtig schön einen an der Klatsche. Also ganz ehrlich, bei den Eltern wäre ich, glaube ich, auch nicht netter. Was? Ah, okay, mit A kann ich sprinten. Yay. Mit B kann ich springen. Was kann ich sonst noch Schönes tun? Ich kann prügeln. Gut. Was ist los? Was willst du? Ich glaube, ihr habt es doch nicht mehr alle. Ich hau euch mal eins. So, hier, guck mal. Au, au. Sag mal, warum verhaut ihr mich? Ich habe euch gar nichts getan. Oh, jetzt werden sie alle sauer auf mich. Ich gehe mal lieber weiter. Uiuiuiui. Was ist er denn für einer hier? Oh, was hast du denn für ein Problem? Bist du ein Lehrer? Lass mich mal in Ruhe. Der will mich jetzt verkloppen, Leute. Nö, was fällt denn dir ein? Ich verhau den Lehrer jetzt. Gewalt gegen Respektpersonen. Oh, oh. Leute, ich bin kaum 5 Minuten hier am Spiel und schon habe ich mir wieder Ärger eingehandelt, ne? Ich merke das schon. Komm, lass mich noch da rein. Nein, nein, nein. Ah, du hast versagt. Du wurdest erwischt. Ah, Mann.
Ich merke schon, ich glaube, ich wäre auf Colleges auch nicht so ganz fügsam. Ich, ja, also Schüler verprügeln ist nicht so gut. Lasst mich mal in Ruhe, ihr Blöden. Ich bin hier der Bully, nicht ihr. Okay, Leute, ich glaube, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, an die Regeln hier auf dem neuen Campus. Ich tu dir gar nichts, was willst du überhaupt von mir? Meine Güte, die sind aber empfindlich hier. Naja. Gut. Schauen wir einfach mal. Oh, die Musik ist cool. Ja, ich kenne das schon mit dem Radar. Gravel Snitch, was... Was willst du von mir, du Schwachmat? Sag mal, ihr habt alle ein Problem mit mir, ne? Ich glaube, die haben Lack gesoffen. Ah, yes. So, you must be Hopkins. What? What? I meant yes, sir. Very good. Now, let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy. Or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Ich muss mir die ganze Zeit das Lachen verkneifen. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Oh Mann, ich überlege die ganze Zeit, an wen er mich erinnert. Der sieht richtig garstig aus, dafür, dass er so ein kleiner Zwerg ist, oder? Also mit 15 noch so klein, ich glaube, der wird auch nicht größer. Oh, ein Gummiband. Ach, es gibt auch Sammelgegenstände. Das finde ich ja super. Na, geht mal weg, ihr Nerds. Jetzt prügel ich euch. Oh, da blinkt doch was so verführerisch. Was kann ich da machen? Feuerlöscher. Hehe. Ah, ich kann die reizen, die Mitschüler. Das ist ja super. Warte mal, kann ich den Mädels vielleicht ein Kompliment machen? Nö, die haben Angst vor mir. Wow! Was haben die da... Haben die da irgendwas hingeschmissen, dass ich ausrutsche? Was sind das für Säcke? Tolle Mitschüler, ne? Hat er nicht was von Jason Stratham? Ich überlege die ganze Zeit. Dog Losers. Ja, ist schon gut. Friede. Der kleine Typ, ne? Der will mir drohen. Sag mal, mach mal die Hose zu, du bist ja widerlich. Alter, was rennen hier für Typen rum? Das ist ja... Okay, ja. Willkommen auf der Bullsworth, ne? Oh, ich hab eine Weltkarte. Ah, seht mal, das hat ja was von GTA, nicht wahr? So, da muss ich hin. Ah, das ist ja cool, Leute. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht so für diese Open-World-Spiele zu haben bin, es sei denn, sie haben so ein gewisses Etwas. Sag mal, habe ich da gerade Polizeisirenen gehört? Ich glaube, das ist hier Tagesprogramm. Oh, guck mal, da sitzen wieder die Schläger. Hallo? Ich bin gerade erst angekommen, ihr Säcke. Ah. Okay, okay. Hallo? Ich halte doch. Ja, ja. So, Dreier-Kombo. Wie, jetzt blockst du auch noch. Hier. Alter Schwede, jetzt gibt's aber.
Na? Hier. Werfen. Und jetzt hin. Bodenkicks. Bam, bam, bam. Und jetzt hier. Ach, das geht nicht. Will er nicht, oder was? Demütige den Bulli. Oh, weinst du jetzt? Fliegt doch auf die Schnauze. You're dead, new kid. Oh, oh. Hey, you! Break it up! That's enough of that! Break it up! Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately! Oh, come on. Die spielen sich aber gleich auf hier. Der gebärdet sich wie so ein Gorilla. Sag mal. Hey, you're the new kid. Yeah, what's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Okay. We don't have a bar in the dorm, just a soda machine. Alles klar. Ah, okay. Wow, ich hab $50, das ist ja nett. You should probably change into your uniform if you don't want to get in trouble. Ah, alles klar. Also ich verstehe schon, es ist... Ey. Friede, ich muss einen Auftrag erledigen. Ja, lass mich mal in Ruhe. Später gibt's auf die Schnauze. Das ist so wie GTA, nur halt ein bisschen verspielter alles. Man kann nicht sterben wahrscheinlich. Ey, Alter. Ich hab jetzt genug von dir. Du hast Gary belästigt? Was? Was? Der hat eine Schlägerei angefangen. Was soll ich denn hier machen? Das kürze ich mal ab, das kennen wir schon. Ja, ja, ja. Ich brauche keine Bar, ich brauche nur Zucker. Guck mal, der Dicke hier mit dem offenen Reißverschluss, das ist doch widerlich. Kannst du nicht machen, Kerl. Du kannst nicht hier so halbnackt rumrennen. Das, sag mal, das hat jetzt mehr Geld abgezogen oder wie? Weil ich schon mal vorher gekauft habe? Och, Mann. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ihr wollt mich wieder nur stressen, ne? Also die Kamera spinnt manchmal ein bisschen. Na gut. Was ziehen wir denn an? Schuluniform, wie wär's da mit Pyjamas? Das ist doch... Okay, cooler Pyjama, muss ich sagen. Eigenes Outfit. Ach cool, ich kann mich noch einkleiden, das ist ja Hammer. Guck mal, die haben's ja auch nicht so mit Hemd reinstecken, ne? Die sind ziemlich leger, aber die Uniform ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Na, ja, die nehmen wir doch. Ach, wisst wie, ich muss annehmen. Ja, 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 ist ja gut. Erstmal reinkommen hier. So, annehmen, dankeschön. Hey, how you doing? You must be the new kid. I'm Pete. Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here 5 minutes, and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent, because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey, man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life. My parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bulworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. Fanboy. Ja gut, wer ein rosanes Shirt anzieht, muss ich nicht wundern. Wir gehen mal speichern. Ja komm. Machen wir mal... Es ist ja schon mal ein sehr guter Einstieg, finde ich. 0,85% schon. Naja, ich hoffe mal nicht, dass es allzu schnell vorbei ist. Ihr vielleicht auch nicht.
Ich bin schon mal gespannt auf eure Reaktionen in den Kommentaren, was ihr so schreibt. Ja, also wie gesagt, ich habe halt gehört, dass es sehr gut werden soll. Hallo, bist du für ein Arsch? Lass mich doch mal in Ruhe, Ärsche. Ich geh gleich weinen. Nee, ich hol eher Tränengas raus und bring euch zum Weinen, ihr Penner. Was willst denn du schon wieder? Ja, rennen. Was redest du vom Gesetz? Fangt ihn! Sag mal, die sind hier ganz schön spitz. Die gehen da sofort steil, wenn da jemand Unsinn macht, ne? Ich merk das schon. Aber rennen hier alle so rum wie so Abgerissene. Warum habe ich denn eigentlich eine blaue Uniform und so viele eine grüne? Bin ich jetzt so der Frischling und bin deswegen gebrandmarkt? Dass die mir sofort eine reinhauen können? Lass mal gucken. Habe ich hier irgendwas? Statistik, Spielfortschritt, gemeisterte Mission, verdientes Geld? Ach, ich kann auch Geld verdienen. Das ist ja gut. Na gut, muss ja eigentlich, ne? Wahrscheinlich durch Bestechung, indem ich andere dann verprügle oder sowas. Nee, ich meine, habe ich hier nicht irgendwie eine Liste, was es alles zu sammeln gibt? Ich habe ja schon die Gummibänder gefunden. Also eins zumindest. Da gibt es bestimmt noch andere Sachen. Nicht, dass das hier so eine Päckchenjagd ist wie bei GTA. Oh, ein Football. Kann ich den nehmen? Ja, tatsächlich. Kann ich. Wie kann ich das schmeißen? Oh gut, ich kann ihn fallen lassen. Und da ist ein Gummiband. Und alle so, yay, ein Gummiband. Was auch immer ich damit anfangen soll. Komm hier. Football. Eigentlich müsste man es ja Handei nennen. Weil das hat nicht viel mit Fuß und Treten zu tun, außer wenn man es halt durchs Field Goal tritt. Aber das ist deine erste Stunde. Mhm. Deine Schule, nicht Stunde. Hi. Du bist ein Skorpion? Ja, bist du. Oh, guck mal, da gibt's eine Infotafel. Ja, ich habe auch ADS. Ich muss mich erstmal umgucken. Schwarzes Brett, hier findest du alle wichtigen Nachrichten. Informiere dich regelmäßig über Neuigkeiten. An alle neuen Schüler, das Büro des Rektors befindet sich im ersten Stock der Schule. Interessiert mich nicht. Bei dem Affen war ich schon. Was ist das denn hier für einer? Ernest for President. Oh. Na, Großer? Alles cool. Frieden, Bruder. Wieder will Geld? Wie viel kriegt er jetzt von mir? Ja. Ich geb dir gleich Doofus. Du Arsch. Ja. Okay, ich kann Schlösser knacken. Das ist ja lustig. Okay. Den Right Stick? Ja, mach ich doch. Hä? Achso, ich muss ihn richtig drehen, okay. Ich verstehe. Ich muss den rechten Stick rotieren lassen. Ah, so funktioniert das. Ah, okay. Die Ärgeranzeige rechts neben da, okay. Ja, Ärgeranzeige ist schon klar. Das ist sowas wie das Fahndungssystem. Oh. Ja, ich weiß schon, was ich tun darf und was nicht. Ich mach's mit Absicht. Oh, du Arsch! Da schmeißt er einfach eine Bananenschale hin. Ich dreh auch noch rein, super. Das ist ja klasse. Könnt ihr mal abhauen? Ach, das war's schon. Alles klar. Cool, ich versteh's so langsam. Ja, ich hab ja schon GTA gespielt, aber... Hallo. Friede. Ey, da gibt er mir einfach einen Knopf hier. Wie nennt man das, wenn man so eine verpasst kriegt auf den Arm? Naja, gut. Da gibt's doch überall solche Ausdrücke für. So kleine Rügen, die man da erteilt bekommt. Was ist das denn? Ted for President. Be a man, vote now. Ja. Euch Typen. Ich mag so Leute nicht. Oh man, there's that weird chick Eunice. Let's have some fun with her. Oh Gott. Oh no. Okay, Leute, aber das machen wir nächstes Mal. Ihr wisst Bescheid, ein neues Projekt. Ich würde mich sehr auf einen Like freuen, falls es euch gefällt. Gebt mir einen Kommentar dazu. Was denkt ihr, wie wird es noch werden? Ich freue mich schon mal sehr drauf. Auch wenn es wieder weitergeht mit euch gemeinsam bei Bully, die Ehrenrunde.